Damit hallo und naja, herzlich willkommen alle lieben Lebensformen, Wesen, Arten, was auch immer, auf dem Kanal von Hack. Einmal, weil es der erste Talk ist und ein bisschen Einführung in unsere Website hier. Man kann auf der Seite den Webchat öffnen, hoffentlich, und Fragen stellen, die dann später gestellt werden. Man kann da unten klatschen, wenn man den Talk super, super toll findet. Oder auch einfach so, weil klatschen ist immer toll. Man kann hier über die Pixelflutwand hinter mir mich ärgern, wenn ich irgendwelche Sachen erzähle. Und das wäre eigentlich alles erstmal so für den Anfang. Alles funktioniert auch ohne JavaScript für alle JavaScript-Feinde, die lieber sicher im Internet unterwegs sind. Und jetzt erzähle ich also. Mach ich, glaube ich, die Bühne frei für das Phantom, was selbst schon länger in der Thematik des Amateurfunks unterwegs ist und uns, glaube ich, jetzt ein bisschen was darüber erzählen wird im Talk Amateurfunk Hacken. Hallo. Ja, darf ich anfangen, oder? Ja. Alles klar. Ja, danke für die Einführung. Wäre das jetzt ein normaler Kongress, würde ich jetzt erstmal alle Leute um Handzeichen bitten, wer schon mal irgendwas mit Amateurfunk gemacht hat, wer schon mal versucht hat, irgendwie eine Antenne zu bauen, wer schon mal versucht hat, irgendwie ein Signal auseinanderzunehmen, vielleicht die Wetterstation von nebenan oder sowas. Das geht jetzt leider alles nicht, aber ich habe mich mal umgehört und habe festgestellt, dass es doch einige Leute gibt, auch so in unserem Kreis, die irgendwas mit Funktechnik machen, in unterschiedlichster Weise. Und zwei Leute, die ich exemplarisch rausgesucht habe, sind Alice und Bob. Und Alice und Bob haben festgestellt, die haben beide so Walkie-Talkies zu Hause. Ja, ihr kennt diese Dinger. So verwendet man auch gerne mal beim Aufbau von irgendwelchen Chaosveranstaltungen, kann man sich miteinander über Funk unterhalten, ganz unkompliziert. Und Alice und Bob stellen fest, dass Alice jetzt nicht nur mit Bob einfach per Walkie-Talkie kommunizieren kann, sondern da geht eigentlich viel mehr. Die stellen zum Beispiel fest, dass in dem Walkie-Talkie noch so ein Sound dabei ist, der eine zusätzliche Rauschsperre bietet. Ja, nur wenn ein bestimmter Ton im Audio ist, wird die Rauschsperre überhaupt aufgemacht. Die stellen vielleicht fest, dass sie einen Funkautoschlüssel haben. Und dieser Autoschlüssel, die Schlüsseldaten per Funk überträgt, was nicht immer so ganz so sicher ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Alice und Bob stellen fest, dass es irgendwelche Steuerungen gibt, zum Beispiel von Heizungen oder von anderen Geräten, gelegentlich auch von Drohnen, die per Funk gesteuert werden und die tatsächlich nicht immer so gut abgesichert sind, wie es auf den ersten Blick scheint. Und Alice und Bob stellen fest, dass man all das auseinandernehmen kann. Und das finden die total geil und fangen an, sich in das Thema so ein bisschen reinzufuchsen und zu recherchieren, was es da so alles gibt. Und dann stellt sich raus, naja, man kommt immer auf so drei Komponenten. Das eine ist die Antennenseite, also der Zugang zur HF-Welt. Das andere ist die Hardware. Und das dritte ist die Software, die man braucht. Und wenn alle drei zusammenspielen, dann kann man super coole Dinge machen. Und wenn man da jetzt ein bisschen recherchiert, dann stößt man auf einmal auf die Tatsache, dass es da ein ganzes Hobby gibt, das sich mit diesem Funkthema beschäftigt. Nämlich Amateurfunk. Da findet man dann, wenn man googelt, zum Beispiel solche Bilder von irgendwelchen großen Funkstationen, von großen Antennenwäldern. Und tatsächlich auch auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, findet sich Amateurfunk und gelegentlich wird er von den Astronauten auch benutzt. Und naja, dann fängt man so an zu recherchieren und stellt fest, klassischer Amateurfunk ist was, das könnte man sich mal reinziehen. Alice und Bob schauen sich das mal genauer an. Das Erste, was auffällt, ist, man braucht eine Lizenz. Jetzt ist es so, dass man ja senden nicht einfach so kann in Deutschland, sondern in den meisten Ländern. Es gibt da so ein paar wenige Ausnahmen. So auf den ISM-Bändern darf man mit sehr geringer Sendeleistung ein bisschen rumsenden.
Aber wenn man so ein bisschen mehr will, dann braucht es eine Genehmigung dafür. Die kriegt man bei der Bundesnetzagentur, wenn man eine technische Prüfung ablegt, um so ein bisschen nachzuweisen, dass man halt, naja, so ein bisschen was weiß über das Thema. Und im Gegenzug kriegt man das Privileg zu senden, und zwar mit ganzen 750 Watt. Das ist einiges. Euer WLAN-Router zu Hause hat irgendwie 100 Watt. Entschuldigung, 0,1 Watt, 100 Milliwatt, will ich sagen. Naja, wenn ihr ein Walkie-Talkie habt, dann hat das vielleicht 1 Watt, 2 Watt, so in der Richtung. Und Amateurfunk hat 750, maximal. Damit kommt man um die ganze Welt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil im klassischen Amateurfunk geht es, wie wir gleich auch noch sehen werden, immer so darum, irgendwie mit fernen Ländern zu kommunizieren, möglichst weit zu kommen, möglichst viele Kontakte zu sammeln. Da ist dieser Kommunikationsaspekt ganz wichtig. Dazu haben wir auch eine Menge Frequenzbänder. Das geht los im Prinzip bei Längstwelle bis hoch zu in den Kilohertz, also von Kilohertz bis hoch in den Gigahertz-Bereich. Ist im Grunde überall was dabei. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die Lizenz gibt einem auch ein Selbstbaurecht. Das heißt, man kann die Geräte nicht nur irgendwie einkaufen und betreiben, sondern man kann die auch selber modifizieren und umbauen und komplett selber bauen, ohne dass das nochmal irgendwie abgenommen werden müsste. Und das erinnert jetzt schon so ein bisschen ans Hacken. Ja, ich schaue hinter das Display, ich schaue mir an, wie Dinge funktionieren. Und dann fange ich an, die Sachen zu modifizieren, umzubauen, vielleicht ein bisschen zu zweckentfremden, zu missbrauchen. Und das erlaubt einem die Amateurfunklizenz ohne irgendwelche, also im Rahmen des Amateurfunkgesetzes, ohne weitere Beschränkungen. Das ist eine ziemlich coole Sache. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, im klassischen Amateurfunk geht es auch viel um die Kommunikation, also im Sinn von, ich erreiche ferne Länder. Das ist vor allem historisch relevant. Das war eine total geile Sache, als man noch kein Internet hatte und Telefongespräche zwar gingen, auch interkontinental, allerdings sehr teuer waren. Ja, da hast du dann pro Minute einen größeren Betrag gezahlt, wenn du in die USA telefonieren wolltest. Und das ist halt nicht immer so zweckmäßig. Jeder, der zu der Zeit damals versucht hat, irgendwas mit Datenübertragung zu machen, der wird wissen, dass Datenmodems selber bauen bei Strafe hoch verboten war. Die Post hatte ein Monopol auf ihre Geräte und ihre Kommunikation. Und da war Amateurfunk so ein wunderschöner Seitenkanal, der einfach jenseits dieses Kommunikationsmonopols vorbeiging und Kommunikation und das Basteln damit frei erlaubt hat. Entsprechend war das irgendwie ein ziemliches Privileg, das gelegentlich, je nachdem, mit wem man redete, auch eine gewisse Anerkennung hatte. Leute haben gewusst, wenn einer Funkamateur ist, dann kann er zumindest so ein bisschen was und versteht ein bisschen was von der Technik. Da gibt es ganz viele verschiedene Facetten. Amateurfunk ist sehr vielseitig. Da gibt es zum Beispiel der Klassiker Sprechfunk. Auch die Morse-Telegrafie hat sich gehalten. Dann gibt es natürlich, seit es Computer gibt, die Verbindung zwischen Rechnern und dem Funkgerät. Nennt sich dann Digimodes, irgendwelche Datenübertragungen. Ja, dann gibt es auch Conteste, das sind Wettbewerbe, da versucht man dann in 24 Stunden möglichst viele Stationen zu erreichen, möglichst weit zu kommen. Das ist, für manche Leute eine ganz spannende Sache. So, Satellitenbetrieb gibt es. Amateurfunker haben eigene Satelliten ins Weltall geschossen. Da gibt es einen Verein, der sich um diese Sachen kümmert. Und wir haben auch vorhin schon auf dem Foto gesehen, Amateurfunk hat auch auf der ISS Einzug gehalten. Und das finden Alice und Bob erstmal alles total cool. Und stellen fest, okay, das ist eine Sache, die will man wirklich machen. Da geht's los. Alice und Bob machen eine Lizenz und fangen an mit Amateurfunk. So, kann ruhig mal irgendwie so ein paar Jahre dauern. Und bis man dann mal so weit ist, dass man sich so wirklich auskennt und alles mal irgendwie so durchgespielt hat, ja, die Lizenz selber schafft man irgendwie ein paar Monaten. Normalerweise, je nachdem, wie schnell man lernt, soll auch schon Leute gegeben haben, die das in der Woche geschafft haben. Wenn man dann mal so einige Zeit lang mit rumspielt und wirklich in der Community auch angekommen ist, so nach ein paar Jahren, dann stellt man so langsam fest, ja, nicht alles ist so cool, wie es vielleicht am Anfang aussah. Es gibt halt ein paar Probleme. Die erste Feststellung ist, Geräte sind leider teuer.
Und jetzt gehe ich mal so, wenn ich so bei uns in der Chaos-Community das mal als Beispiel hernehme, ja, Alice und Bob, gehe ich mal davon aus, das sind Studenten oder Leute, die sind irgendwie, sagen wir mal, jünger, so in unserer Generation vielleicht. Die haben nicht irgendwie so das riesengroße Geld, um jetzt mal irgendwie einfach mal 1.000 Euro hinschmeißen zu können für irgendwas. Unser eins verdient sich gerne mal Geld mit Nebenjobs, Werkstudententätigkeit etc. Ihr kennt das. Und 1.000 Euro für so ein Funkgerät, und das ist ja auch erst so das untere Ende der Fahnenstange, das ist halt schon einiges. Das kann man sich nicht immer einfach so leisten. Handfunkgeräte sind deutlich billiger. Damit kommt man allerdings auch nicht so weit. Und auch die kosten immer noch eine Menge Geld. Also ich würde mal sagen, ab 100 Euro oder sowas geht's da los, dass man Handfunkgeräte kriegt. Zumindest, wenn es die namhaften Hersteller sind, auf die China-Geräte komme ich dann gleich noch. So, dann hab ich ein Funkgerät und jetzt brauche ich natürlich eine Antenne. Und dann stellt man fest, Antennen brauchen Platz, weil Kommunikation weltweit geht vor allem über Kurzwelle. Das hat mit der Wellenausbreitung zu tun. Da kriegt man weltweite Kommunikation hin und erwischt ferne Länder. Bedeutet aber auch, dass die Wellenlänge groß ist. Und dass man folglich eine große Antenne braucht. Und so große Antennen brauchen Platz. Und Alice und Bob wohnen aber in der Studenten-WG und haben diesen Platz nicht. Die haben keinen Zugang auf ein Hausdach, die haben auch keinen Garten. Und da ist das halt alles so ein bisschen schwierig. Das Einzige, was man halt machen kann, ist mal irgendwie an einem Nachmittag auf dem Feld fahren und da die Antenne aufzuspannen. Aber naja, so eine wirklich große Station, so wie sich das der klassische Amateurfunker immer erträumt, die kriegt man in der Situation meistens eher schwierig hin. Ja, dann haben wir Geräte, dann haben wir vielleicht sogar eine Antenne aufgebaut und stellen fest, das kann ich funken, geil. Dann unterhält man sich so ein bisschen mit den Leuten und naja, irgendwann merkt man, dass die meisten Funkamateure eher so aus einer Generation stammen, die irgendwie vor uns sind. Das ist erstmal nichts Negatives. Ja, ich meine, das ist halt so. Alter spielt ja erstmal keine Rolle, sage ich immer. Problem ist halt, dass die Gesprächsthemen dann auch entsprechend damit korrelieren. Und vieles davon ist einfach nicht das, was wir uns irgendwie so an Themen vorstellen. Das sind Themen, die gehen halt gerne mal über irgendwelche Krankheiten. Da war mal wieder einer irgendwie, hat eine neue Kniescheibe gekriegt und der andere braucht dieses und jenes, ne? Und ich meine, das ist für die Leute, die dürfen das gerne machen, ja. Der Punkt ist halt, wenn das die einzigen Themen sind, die man halt immer so kriegt auf den Relais und auf 80 Meter und wo man halt immer so funkt, dann ist das halt auf Dauer so ein bisschen langweilig und vielleicht nicht ganz das, was ich haben möchte. Und gelegentlich passiert es dann auch, dass naja, Kommentare daherkommen, die, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, politisch unkorrekt sind, respektlos sind. Ich habe manchmal schon sexistische Kommentare gehört. Also alles Dinge, wo ich mir denke, also in unserer Generation, finde ich, sollte man doch so weit sein, dass man da sich so ein bisschen am Riemen reißt, irgendwie so seine eigene Wertevorstellung ein bisschen anpasst. Ja, be excellent to each other. Das sind irgendwie Dinge, die ich in den Funkgesprächen immer wieder vermisse. Dann kommt natürlich der Punkt, den ihr euch wahrscheinlich schon seit Anfang an denkt, weltweite Kommunikation ist heute nichts Besonderes mehr. Wir haben alle ein Internet und jetzt nicht so ein bisschen irgendwie so ein paar Kilobit pro Sekunde, die man mit Amateurfunk auch hinkriegt, sondern wir haben schnelles Internet, wir haben Glasfaser. Ja? Und dieses Ding, ferne Länder zu erreichen, das ist nichts so wirklich Besonderes mehr. Ich meine, das ist schon cool, mal irgendwie das erste Mal mit USA zu reden, aber so wirklich, so wie das damals war, die Faszination, als es Internet noch gar nicht gab, das ist heute einfach nicht mehr so. Das wird von der Amateurfunk-Community gerne ignoriert und es wird dann immer argumentiert, ja, aber das ist ja was völlig anderes. Ja, wir wollen halt einfach ein Medium, das nicht Internet ist und das selber machen. Das ist bis zu dem Punkt eine Ansicht, die durchaus legitim ist, ja, ein Parallelmedium zum Internet zu erschaffen und in dem quasi alle selber machen zu können, der eigene ISP zu sein. Das ist allerdings dann wieder aus meiner Sicht langweilig und problematisch, wenn man halt anfängt,
sich diesen ganzen neuen Entwicklungen zu versperren. Ja, es gibt oft so diese Denkweise, also klar könnte ich das jetzt auch mit moderner Technik machen, aber wozu? Weil die alte Technik funktioniert ja genauso. Und mir anzuschauen, wie das mit modernen Übertragungsverfahren geht, das braucht es irgendwie gar nicht. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, naja, allein schon der Neugier halber will ich das doch einfach mal ausprobieren. Ja? Ihr kennt vielleicht QRM, Quadraturamplitudenmodulation, das ist so die Basis für alle Datenübertragungen, die wir heute im Modernen haben. Also sei es WLAN, Bluetooth, alles das hat irgendwie QRM im Hintergrund. Und in Amateurfunk geht's gerade jetzt erst so los, dass Leute auf die Idee kommen, wir könnten mal QRM-Modems bauen und das dann auch wirklich hinkriegen. Also ich weiß nicht, selbst der Fernsehstandard PAL hatte schon eine analoge Form von QRM. Also die Technik ist alt. Ich weiß nicht, warum man das nicht schon früher verwendet hat. Ich glaube, es liegt mehr so an der Motivation. Ja, und dann habe ich noch einen Punkt. Wir kriegen inzwischen billigere Geräte aus China. Ihr kennt vielleicht alle das Baofeng. Das Baofeng ist so ein billiges Walkie-Talkie, kriegt man irgendwie für 20 Euro. Ist ein Handfunkgerät, das man auch für Amateurfunk nehmen kann. Allerdings haben diese Geräte aus China das Problem, dass man halt kaum mehr Dokumentation dazu kriegt. Na, bei den Geräten früher hat man immer noch einen Schaltplan dazu gekriegt und konnte zumindest irgendwie was reparieren. Bei den Geräten, die wir heutzutage haben, ist das halt immer schwieriger. Die werden natürlich auch immer komplexer, das ist klar. Technik schreitet voran. Wir haben jetzt integrierte Schaltkreise, wir haben Prozessoren, wir haben FPGAs. Das ist an sich erstmal eine coole Sache. Und vielleicht so in unserer Generation würde man jetzt sofort hergehen und mal die Firmware dumpen und sich anzuschauen, okay, was ist da eigentlich drin? Mal das Binary Blob Reverse Engineering anzufangen. Aber auch hier wieder in der Generation, die Amateurfunk hauptsächlich macht, ist das irgendwie nicht so wirklich, ist das Bewusstsein dafür nicht so da. Ja, die Leute kommen gar nicht auf solche Ideen, haben vielleicht auch nicht immer das Wissen dazu und irgendwie wird in die Richtung auch nichts unternommen. Das ist halt so, naja, kann man eh nichts mehr machen, ist halt Closed Source, ist halt komplex, Selbstbau ist halt irgendwie tot, wird nicht mehr besser, wir kaufen uns die Geräte halt einfach. Das finde ich alles ein bisschen schade. Also zusammenfassend stelle ich fest, Amateurfunk stellt halt immer so diesen Funkbetrieb in den Mittelpunkt, ja, ferne Länder erreichen. Du brauchst Geld und idealerweise ein großes Grundstück, zumindest meistens. Ja. Also natürlich gibt es auch andere Spielarten, wo man vielleicht billiger und mit einem kleineren Setup hinkommt, ist dann vielleicht auch die Challenge, das zu schaffen. Aber wenn man das so, sagen wir mal, so richtig powermäßig machen will, so als klassischer Funkamateur mit vielen DX-Verbindungen in viele Länder und so, dann will man das schon irgendwie haben, alles. Und diese Technikfeindlichkeit gegenüber neuer Technik und dem, dass das Basteln so irgendwie fehlt, das Hacken, das hat einen Begriff tatsächlich. Das nennt sich Steckdosen-Amateurfunk. Das ist halt genau dieses Einkaufen, Anstecken und los geht's. Zerlegt wird selten und wenn dann halt, um irgendwie, vielleicht einen kaputten Echo auszutauschen oder so. Aber so wirklich an der Funktechnik gehackt, irgendwie fehlt das. Zumindest meiner Erfahrung nach. Ja, Alice und Bob haben da eine Menge Zeit reingesteckt, vielleicht auch eine Menge Geld reingesteckt und am Ende ist das so ein bisschen... Naja, Enttäuschung, Frustration vielleicht ein bisschen und irgendwie so die Feststellung, das kann nicht sein. Und irgendwie dann auch so der Punkt, also offensichtlich gibt es ja Leute, denen das gefällt und die dürfen das auch gerne weitermachen, keine Frage. Aber zumindest wir so im Chaos, vielleicht wollen wir mal selber irgendwas Neues anfangen, irgendwas, was diese Probleme verbessert. Ich meine, wir sind ja nicht an den klassischen Amateurfunk gebunden. Wir können ja im Prinzip einfach machen, was wir wollen. Das ist ein Hobby. Und dann habe ich mich mal umgeschaut, was es bei uns im Chaos so alles für Projekte gibt. Und da gibt es tatsächlich einige im Laufe der Zeit so. Das geht los mit dem klassischen RTL-SDH-Hack. Ihr kennt das, ein DVB-T-Stick wurde zweckentfremdet zu einem generischen Funkempfänger von 60 MHz bis 1,7 GHz.
Das ist im Prinzip ja Hacken im klassischen Sinn. Das war eigentlich ein Fernsehempfänger. Man hat aber festgestellt, dass die Empfangstechnik mehr in der Software steckt. Software schreiben, das können wir. Also haben wir die Software mal ausgetauscht und festgestellt, hey, das Ding kann eigentlich viel mehr. Können wir es doch als billigen generischen Empfänger verwenden? Das Ding kostet irgendwie 10 Euro. Ne? So. Eine Weiterentwicklung davon, die dann auch senden kann, ist der HKF. Und das Radio Badge, kennt ihr auch alle, das war das Badge vom Camp 2015. So, dann gibt es ein Projekt Osmocom, die versuchen, GSM und ich glaube inzwischen auch LTE frei zu implementieren. Beziehungsweise, was heißt versuchen? Ich glaube, die sind da schon ziemlich erfolgreich drin, das hinzukriegen. Das wird auch industriell verwendet inzwischen, freie Implementierung von Kommunikationsstandards. Ja, dann gibt es Iridium. Iridium ist ein Kommunikationsnetzwerk über Satelliten. Und das war bis vor einigen Jahren auch irgendwie, naja, es gab es, es wurde auch benutzt, aber niemand wusste so recht, wie es funktioniert. Und dann haben sich ein paar Leute aus München auch hingesetzt und das reverse-engineert. Also ganz tolle Sache, gab es auch eine Serie von Talks dazu, unbedingt angucken. Sehr coole Sache. Ja, dann geht's weiter. Radio Data System ist ein Datensignal, das mit dem Standard UKW-Rundfunk übertragen wird. Also die Musik, die ihr so im Autoradio hört, die hat noch ein Datensignal bei, das man nicht mehr hört. Und damit werden zum Beispiel Fahrpläne für Busdisplays oder ähnliches ausgestrahlt. Auch das haben Leute mal zerlegt. Man munkelt, man kann da jetzt alternative Busfahrpläne aufspielen. Ja, LoRa ist auch so ein Ding, was irgendwie zerlegt wurde. Und da gibt es noch viele, viele Projekte mehr, die gar nicht so wirklich bekannt sind und es in die Öffentlichkeit schaffen, weil es halt vor allem irgendwie Spielereien sind, die man halt selber einfach macht, ne? So kleinere Sachen. So, ich brauche meine WLAN-Antenne. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie versucht, so eine Dosen-WLAN-Antenne zu bauen, um dann festzustellen, dass das alles gar nicht so einfach ist. Naja, in die Richtung gibt es eine ganze Menge Projekte, die allesamt, sagen wir mal, gemeinsam haben, dass es gar nicht so sehr darum geht, möglichst weit zu kommen oder irgendwie so dieses ferne Länder zu erreichen, sondern es geht viel mehr um die Technik und es geht auch viel mehr um Kommunikation mit Geräten, ja, also mit Maschinen und deren Kommunikationsstandards zu verstehen. Es geht viel mehr um das Physical Layer, um das, also wie übertrage ich. Und ich glaube, da wird deutlich mehr gebastelt als im klassischen Amateurfunk. Ich habe mal versucht, einen Gegenbegriff zu finden zum Amateurfunk. Na, wenn man so googelt, dann findet man halt Amateurfunk-Dinge. Und alles andere muss man sich immer so ein bisschen zusammensuchen. Weil es da keine so wirklich guten Schlagworte gibt und auch keine Seiten, die das irgendwie bündeln. Ich habe mal so ein paar Punkte aufgestellt, die ich da so im Zentrum sehen würde. Das eine ist, Technik und Funktionsweise, wie gerade schon gesagt, steht im Mittelpunkt. Natürlich will man damit irgendwie am Ende auch eine bestimmte Entfernung überbrücken, aber es geht jetzt nicht unbedingt darum, irgendwie Kontinente zu sammeln oder in 24 Stunden möglichst viele Verbindungen zu kriegen, sondern es geht eher so um um die Technik. So, an der Stelle, wenn man das schon selber machen, dann fordere ich natürlich offene Hardware, offene Software und auch offene Dokumentation. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ist klar, offene Dokumentation und offene Systeme im Allgemeinen sind die Grundlage für jede Hackaktivität. Das ist irgendwie notwendig. Ja, wenn nichts offen ist, dann muss man es offen legen. Reverse-Engineeren, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und dann freier Zugang zu Wissen im Allgemeinen habe ich aufgeschrieben. Damit meine ich vor allem auch Fachwissen, freier Zugang zu Fachwissen. Wir haben nämlich das Problem, dass Fachwissen nicht immer so zugänglich ist. Gerade in der HF ist das halt immer so ein bisschen schwierig. Da geht es recht schnell in die professionelle Technik rein, wo man als, sagen wir mal, Laie, der das jetzt nicht irgendwie ewig lang studiert hat, sich ein bisschen schwer tut vielleicht auch. Komme ich gleich nochmal dazu. So, und aber auch freier Zugang zur Messtechnik, zu Geräten.
Das ist auch irgendwie was, was bisher sehr industriell alles ist. Man hat vielleicht über das Unilabor, wenn man in dem Bereich ist, nochmal irgendwie Zugang. Aber das ist jetzt nichts so irgendwie, was man so standardmäßig vielleicht in einem Makerspace findet oder sowas. Da müssen wir uns vielleicht auch was ausdenken. Ja, und dann dieser Community-Aspekt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ich glaube, das können wir im Chaos deutlich besser. Be excellent to each other. Ja, und auch so eine diese Technikfeindlichkeit gegenüber neuen Entwicklungen. Ich glaube, die sollten wir auch einfach beseitigen. Die Neugier ist das, was uns antreibt. Und entsprechend würde ich mir weniger konservative Strukturen wünschen als im Amateurfunk. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. So, natürlich gibt es auf uns, wie gerade schon auch so ein bisschen erwähnt, so ein paar Probleme oder Hürden. Das eine ist halt, HF gilt irgendwie so ein bisschen als schwarze Magie. Das ist so ein Satz, den hört man immer wieder. HF ist Voodoo. Niemand versteht das. Ich habe hier so ein Bild. Sagen wir mal, alles, was hier in dem Bild grün ist, das ist so die klassische Schaltungstechnik, wie ihr das vielleicht vom Basteln kennt, vom normalen Bausatzlöten oder sowas. Und dann hat man hier auch noch so auf dem weißen Keramiksubstrat so Leiterbahnen, die irgendwie auf einmal ins Leere gehen oder sowas, ja, und komische Bögen machen, wo man sich zuerst mal fragt, was soll das denn? Das hat alles seine Gründe. Und das ist doch eigentlich alles gar nicht so schwierig. Man müsste es nur halt einmal vernünftig erklärt bekommen, auf welche Art auch immer, ja. Sei es Dokumentation auf einer Webseite, sei es irgendein PDF, sei es aber auch irgendwie Videos dazu, wo Leute einfach mal Dinge erklären oder einen Talk dazu machen. Das ist was, was irgendwie sehr selten passiert, sag ich mal. So, ja, damit korrelierend Zugang zu Wissen ist halt irgendwie schwierig. Wenn man googelt, dann findet man eine Menge Zeug, das halt wieder aus dem Amateurfunk kommt. Und da ist halt so ein bisschen das Problem, naja, das sind natürlich auch alles keine Fachleute. Die schreiben halt irgendwas, was sie halt mal mit ihren Amateurmitteln so festgestellt haben. Leider gibt es da immer große Schlagabtausche, jeder meint Recht zu haben. Also gerade so diese, das ist auch wieder so ein Community-Aspekt, diese Rechthaberei. So ich weiß es besser und so, das ist da halt auch sehr stark verbreitet. Man findet, wenn man in den Foren sucht, eine Menge Zeug, aber am Ende ist man doch wieder genauso schlau wie vorher, weil man konträre Meinungen hat und nicht so wirklich weiß, was jetzt richtig ist. Das ist halt so ein Problem. Ja, und so das, was man halt so lernt und was man dann rausgekriegt hat, das wird halt auch kaum geteilt. Zumindest, also mir ist keine Mailingliste oder irgendein IRC-Kanal oder sowas bekannt, wo es um solche Themen geht. Vielleicht kenne ich die auch nur nicht. Wobei auch dann, wenn ich sie nicht kenne, dann sind sie wahrscheinlich zu unbekannt. Dann findet es der Einsteiger auch nicht. Ist auch so ein Problem. Ja, und wie ich schon gesagt habe, Messtechnik ist teuer. Ich habe hier unten ein Foto von einem professionellen Netzwerkanalysator ist das. Naja, was kostet das? Also wenn man einen für 20.000 Euro kriegt, dann war er billig. Ja, also 30.000, 40.000, 50.000, sowas muss man rechnen. Das ist nichts, was man sich privat hinstellt. Das ist auch nichts, was man sich als Hackerspace kauft. Das ist ein Problem. Aber wir sind ja dazu da, um Utopien zu bauen, um Dinge zu verbessern. Und wir können es einfach mal versuchen, besser zu machen. Das Erste, was mir so einfällt, wären Plattformen zur Vernetzung. Ich glaube, da ist ein Wiki ganz sinnvoll, wo man einfach Dinge eintragen kann, die man so gefunden hat. Irgendwelche Projekte, irgendwelche Online-Kalkulatoren, irgendwelche Videos, die man cool findet in dem Bereich, wo Dinge gut erklärt werden. Und natürlich auch selber eigene Projekte, irgendwelche Repositories oder sowas. Eine Anlaufstelle, wo man als Einsteiger mal eine Orientierung kriegt und von da aus dann weitergehen kann. Ja, und dann habe ich jetzt schon öfter gesagt, Dokumentation ist mir ein Punkt, der ist sehr wichtig. Ich habe rechts ein Foto von einem Buch, das Dokumentation abbildet, so wie das bisher im klassischen Amateurfunk war. Das ist tatsächlich ein Klassiker. Radio Basteln für Jungen, der war so im letzten Jahrhundert die Dokumentation für Radio Basteln schlechthin. Das Buch ist sehr weit verbreitet. Man erkennt aber vielleicht schon am Cover, dass das vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Über die Gender-Problematik muss man auch noch mal reden. Das ist auch so ein Community-Ding. Ich glaube, das können wir besser.
Auf der linken Seite hier habe ich einen Screenshot von PySDR.org. Das ist ein Beispiel, das ich sehr positiv nennen würde. So würde ich mir Dokumentation wünschen. PySDR.org dokumentiert Signalverarbeitung mit Python, mit NumPy, auf eine sehr gute Weise. Da habe ich Dinge gefunden, die ich sonst selten gelesen habe. Zum Beispiel Clock Recovery und sowas, Signal-Takt-Synchronisierung habe ich da gefunden. Wenn man das, was da für Software geschrieben ist, nochmal im Hardware-Bereich hätten, dann wäre uns, glaube ich, schon viel weitergeholfen. Dann hätte man einen großen Schritt geschafft. Ja, und dann natürlich Dinge bauen. Ja? Ihr kennt alle das Baofeng. Das Baofeng ist so ein Standard-Walkie-Talkie. Vielleicht könnte man das mal auseinandernehmen, reverse-engineeren. Wie wäre es mit einem Custom-ROM für das Baofeng, das Ding mal umzuflashen? Ich glaube, das haben schon ein paar Leute versucht, wenn ich mich recht erinnere. Es scheint nicht ganz so einfach zu sein. Eventuell muss man auch dazu übergehen, mal so ein Handfunkgerät, so ein Walkie-Talkie einfach mal selber zu bauen. Ich habe da so eine Idee, einen Raspberry und ein Touch-Display obendrauf und dann als Steckplatine dazwischen das HF-Frontend, was dann Signale meinetwegen einfach im 70-Zentimeter-Bereich, also 430 MHz generiert. Muss gar nicht ein generischer SDR sein. Aber das wäre mal ein Anfang. Dann hätte man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Man hat, man hat ein modulares System, das man leicht tauschen kann. Man hat eine moderne Bedienoberfläche über ein Touch-Display und eine GUI dazu. Man hat, WLAN und Bluetooth. Und damit auch so Sachen wie ein SSH-Zugang zu einem Funkgerät. Ja, das ist was, das ist im klassischen Amateurfunk irgendwie bisher nicht vorhanden. Zumindest habe ich noch kein Funkgerät gesehen, wenn man die Pluto-SDRs mal ausnimmt. SSH-Zugang zu einem Funkgerät, wo man Dinge konfigurieren kann, das wäre mal eine coole Sache. So, natürlich auch alles mögliche andere bauen. Ich habe vorhin die QRM-Modems schon angesprochen. Und ich glaube, ich bin da auch immer noch sehr stark auf den klassischen Amateurfunk fokussiert. Ich glaube, ihr habt da noch viel bessere Ideen. Der Stream ist offline, das ist natürlich sehr schlecht. Wieso ist der Stream offline? Ich bin wieder live. Sehr gut, welcome back. wo war ich? Bei Open Source Funktechnik bauen, richtig. Die Beispiele, die ich so genannt habe, die waren jetzt auch noch sehr weit im klassischen Amateurfunk behaftet. Da ging es auch immer noch um Funkgeräte bauen. Ich glaube, ihr habt da einen viel besseren Überblick, was man eigentlich sonst noch so machen könnte. Ich bin jetzt halt auch schon mehr als 10 Jahre in diesem Fahrwasser und komme da ganz schlecht wieder raus irgendwie. Ich glaube, ihr habt da viel bessere Ideen. Im Zweifelsfall einfach machen. Ja. So. Messtechnik war noch so ein Punkt. Hier rechts habe ich Messtechnik abgebildet, die endlich mal taugt, halbwegs und erschwinglich ist. Das ist der NanoVNA, das ist auch ein Netzwerkanalysator, jetzt aber nicht für 20.000 Euro, sondern für 20 Euro. Und er ist Open Hardware, Open Software, läuft auf einem, also hat einen STM32 Cortex-M4 Prozessor und Leute haben sogar schon Custom ROMs dafür gebaut. Ist ein Netzwerkanalysator bis 1 GHz, glaube ich. Es gibt inzwischen, glaube ich, sogar schon eine neue Version bis 3 GHz. Das ist natürlich mit den professionellen Geräten nicht zu vergleichen, ja, von der Genauigkeit her. Allerdings als Hobbybastler braucht man diese Genauigkeit auch nicht unbedingt. Und insofern ist es eine sehr gute Alternative. Ich glaube, das Ding kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und in die Richtung, glaube ich, müssen wir weitermachen. Ja? VNAs sind das Erste und schon mal was ganz Wichtiges. Aber vielleicht Signalgeneratoren zum Beispiel. Könnte ich mir vorstellen, ist auch noch gut machbar. Ich sage nur SI5153-Chip. Ja? Wenn man da noch eine Amplitudenregelung, eine Leistungsregelung hinmacht und ein Bedien-Frontend, dann ist das auch schon fast beieinander. Ich weiß nicht, ob wir Spektrumanalysatoren schaffen, möglicherweise mit den SDRs zusammen eine FFT rechnen. Da muss man natürlich mit der Leistung aufpassen, dass man da irgendwie sauber kalibriert und die AGC abschaltet und solche Dinge. Aber ich denke, das ist möglich. Vielleicht können wir so ein Packen an Geräten bauen, die offen zugänglich sind, die erschwinglich sind und im HF-Bereich
aber trotzdem halbwegs taugen. Ja? So, in diesem Sinn, das waren jetzt alles meine Vorschläge. Jetzt seid ihr dran. Also zum einen würden mich natürlich eure Projekte interessieren. Was macht ihr eigentlich so? Wie gesagt, ich bin ja selber noch sehr stark im klassischen Amateurfunk auch unterwegs und werde das wahrscheinlich auch weiterhin sein. Ich meine, da gibt es auch noch eine Menge Baustellen, wo man irgendwas tun muss. Und nochmal, damit es nicht falsch rüberkommt, klassischer Amateurfunk darf gerne weiter existieren. Und jeder, der das machen möchte, der ferne Länder kontaktieren total geil findet, der darf das gerne machen. Die Feststellung ist nur, es gibt halt auch anderes. Und in dem Bereich, glaube ich, sind wir gefragt. Weil im klassischen Amateurfunk passiert da zu wenig und vielleicht können wir das besser. Insofern, an der Stelle auch, was sind eure Probleme? Was braucht ihr? Wo muss man anpacken? Was muss man verbessern? Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie im Mittelpunkt stehe und das alles koordinieren möchte, sondern ich bin da eigentlich jetzt nur Initiator. Ich trete das halt mal los und meine Hoffnung ist, dass sich da vielleicht eine kleine Community entwickelt von ein paar Leuten, die Lust haben, in die Richtung irgendwas zu machen. Und dann daraus irgendwelche Projekte entstehen. Ich meine, dezentrale Organisierung, das kennen wir ja und können wir ja auch. In diesem Sinn habe ich mal zwei Plattformen einfach ins Leben gerufen. Das eine ist radiohacks.de. Da habe ich ein Wiki aufgesetzt, das eigentlich schon seit einem Jahr existiert. Ich habe es nur nie beworben. Möglicherweise ziehe ich das Wiki auch noch auf ein Media-Wiki um, das ist momentan gittet. Habe es aber gestern im Stress nicht mehr geschafft. Aber ihr könnt da trotzdem auch schon mal euch registrieren und irgendwie Dinge machen. Wenn wir das umziehen, dann müssen wir eh Datenmigration machen. Gitit ist ja auf, naja, Git basiert, da ist das vielleicht auch gar kein so großer Stress. Ansonsten habe ich einen IRC-Kanal aufgemacht, Radio Hacks auf Hackint. Da könnt ihr gerne einfach mal joinen. Ich nehme das jetzt einfach mal so, ich deklariere das jetzt als Plattform, als erste Anlaufstelle, wenn jemand irgendwie Fragen hat zu HF, irgendwas in die Richtung machen möchte. Ich glaube, wir brauchen einfach irgend so ein Kommunikationsmedium, wo man sich in der Richtung austauschen kann. Und ja, was wir dann so sonst noch brauchen, können wir gerne dann bereden. Ich meine, kann man auch Mailinglisten aus dem Boden stampfen oder sonst irgendwas, wenn jemand Bock hat, irgendwie Videoseries zu dem Thema zu machen, gerne. Ich bin gespannt auf eure Einfälle und Projekte. Ja, ansonsten meine E-Mail-Adresse, das phantom@mailbox.org. Könnt mich gerne auch direkt anschreiben. Eine kleine Hacking-Sache ist mir noch eingefallen gerade. Ihr kennt alle Starlink, ja, die sind Satelliten, Kommunikationssatelliten, die Internet hochbringen wollen. Das geht gerade so los. Starlink hat einen Downlink bei 12 Gigahertz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die SAT-LMBs, mit denen ihr Fernsehen empfangt, mit einer Satellitenschüssel, die arbeiten auch in der Nähe von 12 Gigahertz. Ich sehe da Hacking-Potenzial. Das wäre mal ein Projekt, das man auch mal angehen könnte. Vielleicht auch so ein Kick-Off-Projekt. Wird nicht ganz einfach sein, aber in die Richtung könnte man auf jeden Fall mal basteln. Vielleicht was, was nicht im klassischen Amateurfunk verortet ist. In diesem Sinne, ja, danke fürs Zuhören und vielleicht haben wir jetzt noch paar Minuten Zeit für Fragen. Dankeschön. Ja, für Fragen haben wir immer Zeit und wir haben auch zumindest eine Frage. Hat schon jemand überlegt, Freifunkstädte untereinander über CubeSeeds zu verbinden? Und wäre das zumindest theoretisch feasible? Ha, interessante Idee. Da muss man natürlich sich irgendeinen Transportlayer überlegen, einfach WLAN hochschießen und wieder runter. Das geht wahrscheinlich nicht so direkt, allein schon wegen den Latenzen. Zumindest müsste man das mal überlegen, bis zu welchen Distanzen WLAN einfach so läuft. Und dann natürlich auch eine Frequenzproblematik, ne? Mir ist kein derartiges Projekt bekannt, wäre allerdings interessant. Könnte man natürlich mal überlegen, ob man klassische Amateurfunksatelliten dazu mal testhalber zweckentfremdet. Der SL2-Satellit ist ein geostationärer Satellit, der, ich glaube, 60 Megahertz Bandbreite hat. Das ist ein linearer Umsetzer. Gut, da gibt es natürlich auch, sagen wir mal, naja, sowas wie einen Bandplan, wo sich Leute darauf geeinigt haben, dass man jetzt nicht einfach die ganzen 60 Megahertz platt fährt,
sondern das irgendwie schön unterteilt. Aber puh, da müsste man mal überlegen, ob man in die Richtung was machen kann, ja. Gut, zumindest bis jetzt habe ich noch keine weiteren Fragen in mein wundersames Pad reingeschrieben bekommen. Falls Okay. aber Menschen noch Fragen haben, sollen sie die einfach gleich im Chat stellen und mal die Signal Angels zum Arbeiten bringen. Genau. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach den IRC-Kanal joinen und da einfach immer Fragen stellen oder eine Mail schreiben. Ich bin natürlich auch auf dem RC3 weiter unterwegs, als Phantom vermutlich. Irgendwo werdet ihr mich finden. Tendenziell hänge ich auch in der Assembly der Augsburger ab. NATO haben wir unsere Assembly, glaube ich, genannt. Also ihr wisst, wie ihr mich erreicht.